kann sich eigentlich wer öffentlich Mitarbeiter einer anderen Firma zum Whistleblowing aufruft, strafbar machen? Das Landgericht München hatte über ein Urteil des Amtsgerichts München zu entscheiden. Das Amtsgericht München hatte hier einen Friedensaktivisten, nenne ich ihn mal, verurteilt, der vor der Rüstungsfirma Krauss-Maffei gestanden hatte, Flugblätter verteilt hat und die Mitarbeiter, die dort aufs Werksgelände gingen, quasi aufgefordert hatte, über Dinge zu berichten, firmeninterner mögliche Rechtsverstöße der Rüstungsfirma. Insbesondere im Zusammenhang war es wohl mit dem Thema Export von Waffen in andere Länder. Und der hatte das schon öfter gemacht, und als er nun das bei der Rüstungsfirma Krauss-Maffei gemacht hatte, da wurde er angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Und zwar ging es darum, § 111 StGB, der Aufruf an andere Straftaten zu begehen, der ist strafbar. Das Problem des Falles war hier, ist denn das, was derjenige, wozu derjenige die Mitarbeiter der Rüstungsfirma aufgefordert hat, überhaupt eine Straftat? Fakt war wohl, so entnehme ich das ja zumindest dem Bericht der Süddeutschen Zeitung, auf süddeutsche.de vom 28.01.2019, dass letztendlich tatsächlich das Ganze keinen Erfolg hatte. Also es war zumindest nicht nachweisbar, dass irgendeiner dieser Mitarbeiter tatsächlich eine Straftat begangen hat. Ja? Aber das ist ja zwingend für den 111 gar nicht erforderlich, meiner Ansicht nach, sondern es reicht ja schon der Aufruf. Also wenn ich jetzt aufrufe, einen Mord zu begehen, dann ist ja nicht erforderlich für die Strafbarkeit, dass der Mord tatsächlich stattfindet. Diese Paragraph will ja gerade die Gefahr, die von solchen Aufrufen ausgeht, bestrafen und damit Leute davon abhalten. So dass hier schon die Frage war, letztendlich, ob allein Straftaten denkbar wären. Und dann muss man aber auch insgesamt die Norm im Kontext der EU-Richtlinie zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sehen, die allerdings wiederum in Deutschland noch nicht umgesetzt ist. Also alles sehr kompliziert, auch von der Rechtslage her. Das Landgericht hat den Whistleblower nun freigesprochen. Ich habe die Urteilsbegründung nicht hier. Letztendlich muss meiner Ansicht nach damit gesagt worden sein, dass Straftaten da konkret nicht vorgelegen hätten. Es kommt hier sicher sehr stark auf den konkreten Aufruf an. Wenn ich den so gestalte, dass ich sage, nur Straftaten des Arbeitgebers sollen nach außen getragen werden, dann ist ja meine Meinung, habe ich ja schon immer gesagt, das Problem, dass wir in Deutschland eine ganz irre Rechtslage haben, dass jemand, der beim Arbeitgeber Straftaten mitbekommt, arbeitsrechtlich Konsequenzen befürchten muss, wie zum Beispiel die Kündigung, wenn er damit ohne weiteres an die Öffentlichkeit geht. Dazu haben wir genug Videos gemacht, nur nochmal hier so zur Erinnerung. Absurderweise muss ich aber als Staatsbürger, wenn ich Kenntnis von Straftaten habe, kann ich nicht einfach zugucken und vor allen Dingen nicht mitmachen. Und die Grenze, wann ich da mitmache und wie ich mich dem Unternehmen dem so entziehen kann, die ist ja auch fließend bei vielen Straftaten. Ja, also dieses ganze Thema Whistleblowing bleibt spannend. Ich will hier als Fazit erstmal sagen, wer öffentlich zu solchen Dingen aufruft, der muss einfach eine Strafverfolgung befürchten. Das zeigt ja hier das Verfahren. Und das muss man auch die nervliche Belastung sehen, und man muss auch sehen, dass er in der ersten Instanz mal verurteilt wurde und dass wir noch nicht wissen, wie es wird, wenn die Whistleblower-Richtlinie, die EU-Richtlinie in Deutschland umgesetzt wird. Also alles offen. Das heißt, das Ganze bleibt riskant. Wer solche Aufrufe macht, sollte sich zumindest vorher genau damit befassen, welchen Inhalt die haben und ob das wirklich safe ist, und sich dann vielleicht auch, soweit die mal verfügbar ist, die genaue Urteilsbegründung des Landgerichts angucken. Wobei ja damit auch nicht gesagt ist, dass andere Gerichte dem
Folgen. Allerdings in Bayern, die Gerichte, wir wissen ja, die langen ja schon eher mal richtig zu, sodass, wenn Bayern freispricht, würde ich mich erstmal ein bisschen sicherer fühlen. Ja? Woanders wurde das ja offensichtlich auch gar nicht angeklagt. Der hat das ja schon länger gemacht, dieser Aktivist, zumindest nach dem Bericht der Süddeutschen hier. Soweit dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Whistleblowing, ein übles Thema, gerade im Arbeitsrecht kommen wir noch zu, aber hier jetzt strafrechtlich zumindest erstmal gut ausgegangen für den Whistleblower. Danke. Tschüss.